Eins. Hey, willkommen zurück bei Payday. Wir spielen hier immer noch ein bisschen in der Stadt rum und versuchen ein paar gute Aufträge zu finden, die wir auch schaffen und nicht zu lang dauern. Ist gar nicht mal so leicht, muss man echt mal sagen, also. Mhm. Wir sind der schwer. X-Wing, der Cookie und der Lone Survivor. Oh. Danke, X-Wing. Oh. War so geplant. Da ist er so ganz traurig, guckt da mit seinem einen mechanischen Auge da. Ja, dann kannst du mal starten. Ja, mach mal. Ja, ich überlege gerade noch, was wir machen. Ach so, bei dir sieht man es ja. Da müsste man zum Glück. Ja, bei mir sieht man es dann, wenn man dann mal rüber guckt, was man hier für schöne Spielchen machen kann. Also, man hat hier eine Karte und da tauchen überall solche Dinger auf und du kann man dann auswählen. Frage ist jetzt bloß, ob wir wirklich was mit schwer machen wollen. Eher weniger, oder? Eher weniger, ja. Carshop? Probieren wir, oder? Wir sind doch unfähig. Mach. Carshop oder ein Juwelier für 30.000, aber der Carshop würde 100.000 bringen. Ja, komm, Carshop. Also, Carshop. Und diesmal nicht gleich losbannern. Nee, diesmal nicht. Wir müssen den Raum mit den Schlüsseln finden. Okay. Tut doch mal. Okay. Ja, machen wir mal. Ein Tag. So, 4000 die Einstellung. Dann mal jetzt hier mal auf, hier, nur aber das ist jetzt normal. War das davor auch normal oder schwierig? Ja, ja, schon die ganze Zeit normal. Ah, okay. Okay. Los, König, los. Dankeschön. Gerne. Also. Team unfähig schafft es doch, an Geld zu kommen. So, Beschreibung. Wir wollen teure Autos klauen. Der Leichensäcke, Leute. Okay. Herzhilfesitz, genau. Mhm. 9 Waffenslot. Yeah. To use, you need to place it by holding G. Once placed, mit F kannst du. Da steht sogar, wie man es benutzt. Das ist so doof. Egal. Okay. Ja, noch was? Nix, oder? War's das? Ja. Gut, also. Klauen wir ein paar Autos. Park up here. Alright, there it is. Let's do this. Teuer Automodus. Remember, we need to keep these cars in pristine condition. No scratches and definitely no bullet holes. Schon ja. Also hier sehen wir ein neues Modell und es sieht schon mal sehr teuer aus. Naja, geht so. Verkäufer! Sieht schlumpig aus. Aber das könnte sogar ein Bentley sein, oder? Hat mal keine Marke, oder? Nee. Keine Produktplatzierung. Product Placement. Aber das hier sieht nach Lamborghini aus, oder? Ferrari. Lamborghini, oh, oder? Lamborghini. Ja. Schön. Gleich 4 Stück. Interessant. Wie seht denn ihr eigentlich aus? Also ich würde mal sagen, ihr könnt euch keinen Sportwagen leisten. Mal ganz ehrlich. Ja, aber der Clover. Schaut doch mal, wie die Clover aussieht. Die kann das. Die hat genug Geld. Ich sehe die nicht. Die ist viel zu weit weg. Die hat so einen Anzug an und so. Also, wir müssen hier echt aufpassen, weil wir sollten dazu, ja genau wegen dem. Wegen was? Weil wenn der uns bemerkt, dann haben wir geschissen, dann wer haben wir bemerkt uns denn? Ja, der Security-Typ da drin. Also bei mir hat man es gerade eben gesehen, es war so ein blauer Pfeil mit einem Fragezeichen und bei das mir heißt auch. Der und Achtung, hier sind Goldkameras. Ich weiß bloß nicht, wie man da durchkommen soll. Einfach durchsprinten? Wo ist denn der Security-Typ? Der direkt vor uns, oder was? Get the car keys. Must remain with that vehicle. Okay. Okay, interessant. Ich weiß jetzt nur nicht, wie wir genau da reinkommen sollen. Überwachungskameras haben die ohne Ende. Mhm. Vielleicht einfach vorbeilaufen an den Security. Weil irgendwo an der Seite finde ich jetzt keinen ja, Weg, wo man reinkommt. Rein theoretisch müsste man doch einfach so hier so an die Trese gehen können. Ey, ich hätte gerne ein Auto und so, ne?
Alter, das sind jetzt drei Typen sogar. Oh Mann, ich glaube noch einer, vier. Ist halt doch nicht ganz sauber. Wir müssen bestimmt hoch. Ja. Da oben das Büro wieder. Entweder oben oder hinten um die Ecke irgendwo. Wo seid denn ihr schon wieder? Hinter dir. Da. Wir stehen hier noch draußen. Ja, ich guck mal, ob ich irgendwie hinten dran vorbeikomme. Wenn ich Alarm auslöse. Sorry. Shower Room. Oh, 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 oh. Jungs. Das war gefährlich. Oh, da ist Security. Alter. Also bei dir war der Kreis auf, oder? Ja, ich hab's zumindest gehört, es hat gepiept wie blöd. Ja, bei mir war so ein Kreis, der war im Tiefroten schon. Wow, 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 überall die Security. Okay, okay, also hier kommt man zumindest hinten lang, aber mehr auch nicht. Und da ist nix, okay. Ich weiß noch nicht, ich kann hier nicht wirklich, doch, hier ist ein Büro. Das sieht nach, ja, das sieht gut aus, hier ist ein gutes Büro. Da rennt bloß gerade die Security rein, das könnte also gut werden. Theoretisch kann ihr mitkommen, bloß ihr müsst halt echt aufpassen, dass ihr da nicht so unbedingt fett gesehen werdet. Okay. In der Eingang zum Büro, ja. Also, hier vorne steht jetzt nur noch ein einziger, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Doch, einer ist hier überall oben. Oben gibt es zum Beispiel hier auf dem Schauraum, muss man auch aufpassen, da ist eine Galerie oben. Also, die können von oben runter gucken. Einer kommt runter? Ist der jetzt eine hier verpisst unten? Sich gerade jetzt wieder. Das, da ist auch ein Passant. Der komm ich da rein irgendwo? Kommen, irgendwo Schlüssel oder sowas? Guck mal, ich muss meine Maske. Nee, das bringt mir nix. Nee. Gerade hat der ein Fragezeichen? Wahrscheinlich wegen dir bekommen, oder? Und so weiter. Ja, wegen mir. Nee, okay. ja, wegen mir. Fuck. Weil man darf sich hier nie umgucken. Man darf die Autos nie angucken. Was? Warum nicht? Und die Security nicht. Sobald die Security daneben steht, kriegen die schon ein Fragezeichen. Also man darf sich hier in diesem Autohaus nicht umgucken und Autos bewundern. Nein. Ja doch schon. Oh, hallo. Autos darf man, aber die Typen. Okay, darf man echt nicht. Krasser Shit. Also wir haben jetzt alles ausspioniert, glaube ich, und wissen jetzt, wir sollen jetzt die Karte von dem Manager klauen und das ist hier unten vermutlich die Security, weil die so ein Fragezeichen auf dem Kopf hat. Und hier seht Erkundungsmodus auf, setzen die Maske auf und Raub zu beginnen. Ja. Okay. Black Suit. Okay, nicht Security. Ich finde hier bloß keinen mit Black Suit, aber hier ist so eine oben Security. Der wird irgendwo sein hier in dem Büro. Du hast das aktiviert? Achso, du hast. Sorry, ging nicht anders. Ich hab ihn abgestochen, aber es ging nicht leise. Da haben hier Leute hier Handys. Danke. Ich kümmere mich mal um die Geisel hier unten noch. What the fuck, was müssen wir da hinten holen? Da ist eine Tasche. Ich hol mal geschwind die Tasche, was auch immer das ist. Ich hab hier die Schlüsselkarte. Sprengstoff. Ich weiß nicht, was wir hier wegsprengen müssen, aber das müssen wir wegsprengen und ich mach das mal. Ich hack den PC schon. Ja, macht mal. Wir haben nur noch 3 Minuten, also das ist eine Mission, die geht recht schnell. Ach so, und muss vielleicht schnell hätte ich nicht gehen. Oder dann können wir keinen zurück mehr vielleicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich schätze einfach, die geht nur noch 3 Minuten, so nach dem Motto. Jetzt die... Bin ich denn hier gelandet? Ah, okay. Hast du gehackt? Ich hab einen PC gehackt, ja. Ich weiß da nicht, steht aber immer noch so ein Hacking-Symbol. Ah, okay. Das dauert noch, aber es hat da geheißen, hoffentlich ist es der Richtige. Ich weiß nicht, ich knack hier einfach erstmal so ein Schloss, scheiß drauf. Vielleicht ist es doof. Hätten wir erst rausfinden müssen, welcher der Richtige ist, wahrscheinlich, aber ich hab keine Ahnung wie. Weil ich das Spiel nicht kenne.
Also ich knack hier einfach mein Schloss, keine Ahnung, kostet das Zeit, das ist das Exit, ne? Das ist ein Exit. Da geht's raus. Faster. 30 Sekunden noch. Warum müssen hier jetzt auch einmal zu? Okay, auch nicht schlecht. Rich? Hat jemand eine Karte oder so ein Scheiß? Nee, ich hab ja nichts gefunden. Oh, hier ist ein Typ. Hat jemand noch Kalben oder irgendwas? Was bewegt er sich hier wieder weg? Ja, hab ich eigentlich. Follow me. On the ground. Ich mach die auch mal hier fest. Wo ist der Typ? Zwischen den Autos. Ja, da etwa. Falsche Computer war es auch noch. Ja. Ja, man kann immer nur einen machen anscheinend. Ah, toll. Irgendwie können wir rausfinden, aber wahrscheinlich welcher der richtige ist. Ich hab hier noch so eine Tussi. Die sieht etwas schmerzhafter aus, wie die da liegt. Nimmt die mal jemand mit, bitte. Hier. Guten. Hier hinten, hier liegt eine Tussi. Ich guck hier gerade mal aufs Büro durch. So, ich hab die mal hinter das Auto gesetzt. Okay, schade, nichts drin. Eigentlich gehofft, dass hier was drin ist in dem Büro. Tussi kommt echt nicht mit. Okay, schade. Jetzt kommt Polizei. Ja, wir dann irgendwie rausfinden müssen, welcher der richtige ist. Der richtige PC. Ich hab hier noch eine Geisel gefunden. Bring die auch mal mit. Und du bist oben, okay. Ja, 20 Sekunden könnte ich ja noch Sicherheit haben, vermutlich. Wo hast du sie hingebracht? Hier steht noch ein Typ rum. Welchen PC habt ihr denn jetzt gemacht? 35 Sekunden. Oh mein Gott. Wo werden wir uns aufhalten? Hauptsächlich hier in dem Computerraum, oder? Sag ich gescheitert. Doch. Gescheitert. Krass, wir müssen uns echt rausfinden. Okay. Das war jetzt eine schnelle Runde. Kann man die nochmal machen? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Leider nicht so ganz wie gedacht, aber wir können es nochmal probieren, ja. Wir müssen erst rausfinden, welcher der richtige Computer ist, bevor wir irgendwas hacken. Ja, und wie kriegen wir das raus? Keine Ahnung. In irgendeinem Office wahrscheinlich so, bla. Ich habe mal irgendwo ein, ich weiß nicht, ob das Payday 2 oder 1 war, habe ich irgendwas gesehen. Von wegen, man kann sich anzeigen lassen, welcher der richtige Computer ist, aber es kam ja erst zu spät, die Idee. Okay. Ist das nochmal das gleiche? Ja. Okay. Dann wissen wir jetzt, wie wir den Anfang eigentlich schon mal machen. Ja. Oh, jetzt haben wir einen Hexen. Hoxen. Teuer Auto, wer kam auf diese, echt ganz ehrlich. Ja, da hat einer. Das ist wieder so typisch, oder? Teuer Auto. Da können sie auch expensive Auto hinschreiben, genial. Okay, wo waren die Schlüssel? Schlüsselkarte war oben bei dem, im Büro, okay. Ja, da oben gerade. Also wir müssen eigentlich bloß gucken, dass wir sie taktisch außer Gefecht setzen, oder? Ja. Würde schon fast reichen. Also ich probiere mal hoch, vielleicht nicht unbedingt, nein. Fuck. Wir müssen den Manager finden, oder? Hat's doch der ist ja oben im Büro, ne? Jetzt auch gesagt, der mit dem schwarzen Anzug hat vorhin irgendwas geheißen. Probier jetzt einfach schön hier hoch. Fuck. Sneaken. Nee, bringt nichts. Hä? Was ist das? Ich hab ganz viele Ausrufezeichen schon. 5 oder 6 Stück schon. Was hast du? Da ruft jemand mit dem Handy. Der ist unten. Na toll. Ich hab'n. Ja, wir haben 3,5 Minuten noch. Oh shit. Schnell. Was muss ich mit dem machen? Der musste fesseln. Ah, die Keycard habe ich, oder? Und die musste hier, wo ich jetzt gerade bin, musste die. Sollen wir nur rausfinden, welche. Ja. Wohin? Da. Welcher von den Rechnern.
Ja, aber welcher Rechner ist der richtige? Warte, hier oben ist nämlich auch noch ein Computer. Hier, hack mal lieber den. Nee, man kann irgendwie rausfinden, welcher der richtige ist. Aber wie? Ja, das ist die Frage. Ach, ich scheiß drauf, ich hack den jetzt einfach schon, okay? Ja, mach. Probier's einfach. Das ist ein einzelnes Büro, das könnte's vielleicht sogar sein. Ist hier noch irgendwo jemand? Wie lange dauert das? 100 Minuten, Sekunden. Okay, also... Wir müssen halt gucken, wie wir die rausfinden, keine Ahnung. Ja, hier hinten ist ein Hinterausgang. Hinter den Rechnern, hier unten. Das hier? Ja, Serverraum oder sowas. Wir müssen ja irgendwie mit den Autos raus, ne? Ja, ja. Irgendwas müssen wir hacken, ich blick's bloß nicht ganz. Drei Nups. Okay. Down on the ground. 50 Sekunden noch. Okay. Ich hoffe, das ist der richtige, aber ich glaub's fast nicht, oder? Erhalte Missionsauftrag C4, kann ich machen. Ich bin schon dran. Das hast du gemacht, okay. Ne? Ja. So, Rechner ist gleich fertig. Meinst du, das war der richtige? Nein. Noch einen anderen Computer. Welchen nehmen gleich wir? Rechts. Oben sind nämlich auch noch welche. Ja, einfach hier versuchen, weil unten, weiß nicht, ob die Zeit. Ja, die Zeit reicht eh nicht mehr. Nee. Geht eh nicht. Der Computer, ne? Okay, nur die unteren. Ist eh schon zu spät. Ja, ja. Aber wie kann man es denn rausfinden, welches der richtige ist? Ist irgendwie ein Name oder irgendwas? Weil da stehen David Bruno, Carlson Daniels. Echt? Wo steht das? Brandon Meritz an den Schreibtischen dann. Karen T. Henley. Vielleicht irgendwie so? Möglich. Die Mission ist echt knackig, hey. Ja, wenn man halt wüsste. Nach was suchen wir jetzt? Den richtigen Computer zum Hacken. Steht da ein Name dran an den Computern? Ja. Mary Brown? Ja, ich habe noch 10 Sekunden. Was ist der Name jetzt her? Ganz oben in dem Büro, den du oft gemacht hast. Mary Brown, ja, der hier. Fuck. Für eine Karte, ja, dann. Der hier ist es! Aber es dauert noch 20 Sekunden. Na oh, fuck, ich hab ihn gefunden. Also, nochmal. Alle guten Dinge sind ja drei. Wart. Ich würde sagen, das ist ein 1,5 Part. Und jetzt kommt quasi der richtige Part dann im Anschluss. Also das könnt ihr da dann angucken, wie man es richtig macht. Gleich im nächsten Part. Alles klar, dann machen wir hier jetzt eine kleine Pause. Und cut.